Wenn ich erwachsen bin, der Landkreis Passau in 15 Jahren, welche Erwartungen stellen heutige Schüler an das Morgen? Aussagen von Schülern des Wilhelm-Diss-Gymnasiums in Bocking, der staatlichen Realschule in Tittling, der Michael-Atzesberger Schule Hauzenberg und der beruflichen Schulen in Vilshofen geben Antworten. Meine Vorstellung ist, dass in 20 Jahren die Landwirtschaft im Landkreis Passau so weit entwickelt ist, dass es nur noch größere Betriebe gibt und diese dann auch wesentlich besser dastehen als heute. Ich gehe davon aus, dass der Landkreis Passau seine politische Richtung beibehält, was ich für einen klaren Vorteil halte. Der Landkreis Passau ist bereits jetzt schon sehr gut entwickelt und wird auch in Zukunft das Problem mit den Arbeitsplätzen in den Griff bekommen, sodass er in 20 Jahren besser dasteht als jemals zuvor. Benedikt Gröll, Wilhelm-Diss-Gymnasium, Pocking, Klasse 9c. In Zukunft sehe ich immer mehr junge Familien, die sich in Pocking und dem Landkreis sehr wohl fühlen. Auch mit einem gut ausgebauten Straßennetz lockt der Landkreis viele Besucher an. Johanna Krompas, Wilhelm-Diss-Gymnasium, Pocking, Klasse 9c. In 15 Jahren werden meine eigenen Kinder wahrscheinlich schon zur Schule gehen. Ich hoffe, dass auch Sie, wie ich jetzt, fröhlich in unserem Landkreis aufwachsen können. Alles ändert sich im Laufe der Zeit, doch ich denke nicht, dass unser Landkreis sich ändern muss, da er für mich perfekt ist. Ich bin sehr glücklich mit der Natur, die wir hier haben, und hoffe, dass diese auch in Zukunft weiterhin so geschätzt wird. Nadine Schwarzkopf, Staatliche Realschule Tittling, Klasse 10a. Ich denke, in 15 Jahren wird der Landkreis Passau seine Vielseitigkeit in jeder Hinsicht nutzen und bestehende Betriebe weiterhin unterstützen, sowie neue Projekte staatlich betrachten. Der technische Standard wird verbessert werden, Mobilfunknetze werden ausgebaut und Internetleitungen werden auf den neuesten Stand gebracht. In sozialer Hinsicht könnte ich mir vorstellen, dass mehr für Alleinerziehende getan und Mobbing an Schulen ernster genommen wird. Timo Bierreder, Staatliche Realschule Tittling, Klasse 10a. Ich wünsche mir für den Landkreis Passau eine bessere Busverbindung, sodass auch mehr Busse in Ortschaften wie zum Beispiel Thürnau oder Kelchham fahren. Außerdem wäre es schön, wenn es mehr kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Schüler im Landkreis Passau geben würde. Jenny Pilati, Michael-Atzesberger Schule, Hauzenberg, Klasse 8. Ich stelle mir vor, dass meine Kinder in einem stabilen Umfeld leben, das heißt einen sicheren Arbeitsplatz für ihre Zukunft haben. Ich wünsche mir, dass es weiter wirtschaftlich bergauf geht und dass auch ihre Kinder einmal eine schöne Zukunft haben werden im schönen Landkreis Passau. Denn nirgendwo ist es gemütlicher und schöner als in der Region Passau. Claudia Puchner, Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege Vilshofen, Klasse 10CK. Ich wünsche mir nach der Ausbildung einen guten Job in der Heimat zu finden. Ich hoffe, Karriere in einer hiesigen Schreinerei zu machen. Ich möchte auf alle Fälle hier bleiben. Ich hoffe, im Landkreis eine Arbeit zu finden. Maximilian Hilz, Staatliche Berufsfachschule Holz, Vilshofen, Klasse 10HO. Ich stelle mir vor, in einer kinderfreundlicheren und in einer verantwortungsvollen Stadt zu wohnen. Eine Stadt, in der es nicht nur reich oder arm gibt. Ich wünsche mir, dass alleinerziehende Mütter und Väter unterstützt werden, eine Ausbildung oder einen anständigen Arbeitsplatz zu finden, um sich eine Zukunft aufzubauen
und ihren Kindern ein Vorbild zu sein. Denn unsere Kinder sind die Zukunft. Ich würde gerne mit meinem Kind in so einer Stadt leben, in der man auch mit der Umwelt im Grünen ist. Das ist jedoch nur möglich, wenn alle an einem Strang ziehen. Das wäre schön. Andrea Kern, Staatliche Berufsfachschule für Kinderpflege Vilshofen, Klasse 10CK. Wir wünschen uns, dass unser Umfeld, die Orte und die Landschaft immer noch so gepflegt und sauber sind wie jetzt. Dass sich die öffentlichen Verkehrsverbindungen, Busse und Bahn wesentlich verbessern und damit der Individualverkehr verringert werden kann. Dass die Freizeitmöglichkeiten, zum Beispiel Schwimmbäder, Sporthallen usw. erhalten bzw. ausgebaut werden. Klasse 10BS der Berufsfachschule Sozialpflege Vilshofen.